Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Ethan Meteor Hunter. Ich begrüße euch. Ja, das Super Pogo Trauma ist überwunden. Es ging hier weiter im Öl-Level. Und warum haben wir auch schon gesehen, also warum das Level diesen Namen trägt. Und hier haben wir eine Situation, in welcher offenbar hier so eine Art Lastenaufzüge, wobei die echt aussehen wie so ein Hamsterrad im Grunde, ne? Ganz komisch die Dinger, hochgezogen werden. Und wir hier eine Holzplanke haben, welche von den Aufzügen mit nach oben gebracht wird quasi. Und wir müssen wahrscheinlich mit Hilfe der Pause-Taste uns von rechts nach links arbeiten. Denn hier sind Fragmente und die zeigen auch einen Pfeil an, wenn ich das richtig deute. Das heißt, wir müssen darauf. Ja, genug gesagt, weiter geht's mit Ethan. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wir gucken jetzt mal, wie das funktionieren soll. So, wenn ich jetzt hier... Oh, Moment. Oh. Da kommt zwar der nächste. Ja, wo muss ich die jetzt ablegen? Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, müssen die oben liegen oder ist das scheißegal? Oder werden die einfach hier festgetackert? Ah, Moment, da hört man auch was. Okay, das könnte darauf hindeuten. Das heißt, wenn ich das jetzt hier... Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ach ja. Ja, okay, dann jetzt hier. Verdammt! Ja. Damit kann ich das Ganze jetzt eigentlich vergessen. Und gleich nochmal. Ja, weil ich die scheiß Fragmente haben wollte, ne? Weil ich ja nicht mehr weiß, ich glaube, die bringen mir ja auch gar nichts. Also es würde ja noch Sinn machen, wenn es zum letzten Level hin heißen würde, habe, keine Ahnung, 90% der Fragmente eingesammelt, sonst kommst du nicht weiter hier. Also ins letzte Level, so wie es bei Chianas ist es zum Beispiel auch. War... Ja gut, das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Denn ich papp das jetzt einfach hier drauf. Ach, hier kann ich es gar nicht drauf poppen. Aber hier. Nee, hier. Wieso kann ich das... Ach so, ich bin nicht mehr im Wirkungs... Ja, das ist natürlich scheiße jetzt. Das hat doch nicht so geklappt. Ja, super. Goddammit. Und auf ein neues. Wir haben ja Zeit. Eigentlich nicht, aber mein Gott. Ja doch, uns hetzt ja nichts. So. Okay, jetzt fühle ich mich doch etwas getrollt. Ach ja, dankeschön. So. Ja, ganz ehrlich, auf dieses Fragment verzichte ich jetzt mal freiwillig. Wobei, muss ich gar nicht... Ja, hier halt, ne? So, und jetzt hoffentlich hier rein. Jawohl, okay. Ja, das eine Fragment ist Kollateralschaden. Was soll's? So. Weiter im Text. Ach nö. Aber wenigstens ist das Ziel da vorne, habe ich gerade gesehen. Oh mein. Wait. Was haben die Dinger da oben verloren? Was macht dieser Knopf? Ah, okay. Wait. What? Kann ich hier drauf? Ja, kann ich. Moment, die kommen ja alle, das ist nix gut. Nein. So, jetzt warte ich mal hier, weil ich hoffe, ich werde mitgenommen. Ja. Ach ja, und jetzt bricht das wahrscheinlich, hoffe ich. Ach nee, sag mir nicht. Nein! Die hätten alle... warum wurde das jetzt nicht rüber transportiert? Ach, jetzt wirst du mitgenommen, oder was? Du Scheißding! Ja, aber das Problem bleibt bestehen. Ich glaube, ich hätte hier alle gebraucht. Damit der Kontakt hier hergestellt wird. Come on! Ja!
Houston, we are doomed. Plop. Ja, aber... Kann ich das überhaupt beeinflussen? Ich meine... Ich glaube, es ist einfach wirklich besser, ich bleibe jetzt hier mal stehen. Nein, nein, komm, 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 komm. Verdammt. Stay, 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 stay. Okay. Nein, 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 nein. Nein, nein. Au. Mein Kopf. Nein, 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 nein. Ah, Gott. Herrlich. Herrlich. Wobei ich mich gerade frage, warum ich das Ding nicht ziehen konnte. Normalerweise kann man ja die... Ach nee, die kann man ja gar nicht. Die kann man nur schieben oder... Nein! Ach Gott, damn it! Jetzt klappt wieder gar nichts hier, ne? Super. Die kann ich nicht schieben. Ich kann sie schon schieben, ich kann sie nur nicht ziehen. So war's, glaube ich. Ja. Bei auch eher schlecht als recht. Aber das soll mir jetzt egal sein. Alter. Das Problem ist, auf die letzte muss ich ja sonst sogar drauf, ne? Irgendein komisches Achievement ist da aufgeploppt. Ist mir völlig egal, was das jetzt war. So. Yes! There we go! Ah, wunderbar. Und noch irgendwas. Irgendwas mit Künstler. Ich sehe das so schlecht gerade. Ja, die Öllache ist auch vorbei, ist rum. Zwei Fragmente. Wieso zwei? Also eins habe ich vielleicht doch zwei an dieser Stelle verpasst. Ja gut, was soll's. Egal. War ein schönes Level, war ein interessantes Level. War jetzt auch nicht ganz so nervig wie dieses... Was heißt nicht ganz so nervig? Das war bei weitem nicht so nervig. Oh, in der Höhle des Löwen. Jawoll. Habe ich noch gesagt hier, glaube ich, beim Super Bowl Part, dass ich lieber sowas wieder hätte. Auch wenn das genauso bescheuert ist. Oh mein. Autsch. Okay. Aber das ist einfach schon, muss man trotzdem sagen, auch wenn diese Pogo-Dinger wirklich nervig sind. Das Ganze bietet einfach ganz gute Abwechslung, sage ich jetzt mal. Lass mich durch! Checkpoint, yes! Oh, der war auch bitter notwendig. Help, 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 help. Warte mal, was ist das? Oh my! Okay. Au! Ja, durch diese hohle Gasse und so, ne? Ja. Nein, 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 ich hab... Ach, scheiß auf das Fragment. Oh! Hey, ich treffe den Topf! Oh mein Gott! Au! Oh my! Nein! Alter! Kann ich nicht nach oben ausschießen? Nee, kann ich natürlich nicht. Sag mal. Jetzt aber hier, ne? Ach, da ist auch noch Dampf! Das haben wir jetzt erst gesehen. Oh, bloß weg hier, bloß weg hier. Moment, hätte ich da rauf oder hätte ich... Ah ne, da ist ein Checkpoint. Das heißt, ich bin hier... Oh, come on! Na! Ah, my God.
Warte mal, warte. Ah, hier. Ah. Okay, auch wieder nicht alle. Oh, ja, 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 ja. Das Ding, ey. Weg, 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 weg. Okay. Nein, wieder nicht. Ah, da war noch eins. Also hier alle einzusammeln, das ist schon sehr, sehr nervig. Ach du Scheiße. Nein! Ja, man merkt schon, ne? Also so Shoot'em-ups zocke ich eigentlich so gut wie gar nicht. Habe ich auch als Kind nie. Fand ich irgendwie, weiß nicht. Zu langweilig. Ich meine, es gibt schon ein paar, die finde ich richtig cool, auch neuere. Wie ist das? Velocity Ultra, glaube ich. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Ah, aber nicht als zum Held. Die kommen halt auch so schnell. Ich meine, ja, ne, klar. Das macht ja auch Sinn irgendwo, aber... Ich bin doch ein alter Mann, Leute. Nein, 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 um Gottes Willen, nein. Das entpuppt sich eigentlich als ganz gute Taktik, aber wenn man dann natürlich wieder zurückgeht oder runtergeht und man ist nicht sofort auf derselben Linie, dann hat man auch wieder gelitten hier. Oh yes! Come on! Oh my! Ihr Schweinebacken! Das gibt's doch nicht! Ja, Moment, wie... Aha! Alright, ich glaube, es wäre da besser, einfach etwas weiter zurückzustehen. Jetzt warten wir einfach mal. Ja, genau so. Wow. Alter Schwede, also. Sie lieben hier, ja, das wäre auch wieder ein Dingens gewesen, da unten ein Fragment, aber das ist mir so egal im Moment gerade. Hauptsache irgendwie durch. Durch dieses Massaker. Viel mehr ist es echt nicht. Ja. Okay. Ah, Checkpoint. Ah, das war okay. Dieses Spiel! Es trollt wie ein Weltmeister. Ey, wait, was war das denn jetzt? Bin ich jetzt zum Eck geflogen? Darf ich nicht außerhalb des Spiels fliegen oder was war das jetzt? Tatsächlich, also direkt vor mir war da ja eigentlich nichts, ne? Kann ich aber auch irren. Weiß ich nicht. Ja, super, ich. Aber ist immer noch um einiges entspannter, wollte ich noch sagen, als Pogo. Ganz ehrlich. Achso, man kann einfach. Ja, gut, ich habe jetzt zwar die Fragmente nicht. Nein! Fragmente nicht eingesammelt, wollte ich nur sagen. Also... Nein. Oh, come on, nein! Das lasse ich mich auch noch ablenken von so einem Scheißfragment. Wo ich doch noch gesagt habe, scheiß drauf. What? Nein! Nein! Da will ich eine Zeitlupe sehen. Ich hab das Ding nicht berührt. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Punkt aus. Ja, manchmal fragt man sich schon, ne? Von wegen. Das ist auch so ein komisches Timing. Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, klar, das mit der Position zu tun, auf der man sich, oder in der man sich befindet, auf dem Bildschirm. Wie gesagt, man kann ja schön unten durch, ne, zum Beispiel.
aber hier wirklich die Fragmente zu kriegen. Ey. Ja, ey, nee, also. Fängt das hier auch schon so an, oder was? Das kann doch sein, dass ich gleich in dieses Dingens vorhin geflogen bin. In so eine Stachel-Dings. Oh, scheiß auf das Fragment, ehrlich jetzt. Ein Checkpoint für ein Himmelreich für ein Checkpoint. So, ja, oder so. In der Höhle des Löwen. Na, Löwen habe ich keinen gesehen, aber nervige Passagen allemal. Ja, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich nutze dieses Levelende als Anlass. Ach, eigentlich ach, doch nur 8 Fragmente verpasst. Das geht ja eigentlich noch für das, dass ich so dermaßen gefailt habe. Ich gehe jetzt zwar noch kurz zurück ins Hauptlevel, weil ich gucken möchte, wie das nächste Level heißt. Beziehungsweise wie weit wir hier fortgeschritten sind in Sachen Endlevel der zweiten Welt. Wir gucken mal. Boah, was? Echt erst? Hier sind wir erst? Drittes, sechstes, im 8. Level? Seriously? Okay. Ja, und klingt schon mal vielversprechend, das nächste Level, Stacheliger Sturz, da freue ich mich doch richtig drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, meine Lieben, freut mich, dass ihr dabei wart, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.